Werte Wieselburgerinnen und Wieselburger, seit den starken Regenkatastrophen im Jahr 2020 und 2021 wurden bereits einige Maßnahmen gesetzt. Beispiele dafür sind der Ankauf von Hochwasserschutzelementen, ist das Anlegen von Sandsacklagern, ist beispielsweise die Sanierung von Kanälen und Einläufen oder die Vergrößerung von Regenmulden. Jetzt geht es darum, Dämme und Retentionsbecken zu bauen und einen Regenwasserkanal zu errichten. Wir planen derzeit gemeinsam mit Thomas Unger vom Ziviltechnikbüro Schuster und wollen Ihnen den Stand der Planungen vorstellen. Liebe Wieselburger und Wieselburgerinnen, mein Name ist Thomas Unger vom ortsansässigen Zivilingenieurbüro Schuster. Mein Büro ist von der Stadtgemeinde Wieselburg beauftragt worden, die Hahnwasserthematik zu untersuchen. Ich möchte Ihnen nun einen kurzen Überblick über den Stand der Planungen beziehungsweise auch über die bereits ausgearbeitete Studie geben. Als erster Schritt wurde eine Evaluierung der Ist-Situation vorgenommen. Das Amt der niederösterreichischen Landesregierung hat eine entsprechende Studie beauftragt, um die Situation der Hangwässer in dem gegenständlichen Bereich zu evaluieren. Diese Studie ist die Grundlage für die jetzt vorhandenen Planungen. Bei diesen Planungen handelt es sich, wie schon eingangs gesagt, um einen Vorschlag bzw. um mögliche Standorte für die Errichtung von den Retentionsbecken. Unter einem Retentionsbecken versteht man einen Rückhaltebereich, der im Falle eines erhöhten Niederschlags für einen gewissen Zeitraum das Niederschlagswasser speichert und dieses wiederum kontrolliert abgibt. Zu diesem Zwecke werden Erddämme errichtet. Diese Erddämme sollen sich harmonisch in das Landschaftsbild einfügen. Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen, dass vor allem die wasserseitigen Dammneigungen relativ flach ausgeführt werden sollen. Als nächsten Schritt möchte ich Ihnen kurz die einzelnen Abschnitte im Detail erläutern. Die Bemessungsgrundlage für die Retentionsbecken ist ein 100-jähriges Niederschlagsereignis mit einem dementsprechenden 50-prozentigen Sicherheitszuschlag. Der erste Teil umfasst den Abschnitt Krüglinger Straße. In diesem gegenständlichen Abschnitt sind zwei Rückhaltebecken geplant, die jeweils ein Volumen von 60.000 Kubikmeter für den westlichen Teil und ca. 15.000 Kubikmeter für den östlichen Teil aufweisen. Die Dammhöhen bewegen sich für das westliche Teil im Durchschnitt bei ca. 8 Meter und im östlichen Teil bei ca. 6 Meter. Das zurückgehaltene Oberflächenwasser aus den beiden Retentionsräumen soll über eine definierte Wassermenge über die bestehende Kanalisation abgeleitet werden. Der nächste Abschnitt umfasst das Einzugsgebiet Sedlmeierstraße. Hier ist wiederum ein relativ flaches Dammbauwerk geplant mit einer durchschnittlichen Dammhöhe von ca. 2 Meter. Das Fassungsvolumen für diesen Rückhalteraum beträgt ca. 1600 Kubikmeter. Das zurückgehaltene Oberflächenwasser wird wiederum über eine definierte Wassermenge abgeleitet. Dazu ist ein eigener Oberflächenwasserkanal vorgesehen, der von der Sedlmeierstraße bis zur Erlauf errichtet werden soll. Im Detail schaut die Trassenführung folgendermaßen aus, dass dieser Oberflächenwasserkanal von der Sedlmeierstraße über die Zeiselgrabenstraße und Klenkstraße, wie schon eingangs erwähnt, in die Erlauf einmünden soll. Das nächste Einzugsgebiet umfasst den Bereich Holzing. Hier wäre ein Retentionsbecken mit einem Volumen von ca. 60.000 Kubikmeter erforderlich. Die durchschnittliche Dammhöhe beträgt ca. 6 Meter. Die Ableitung des zurückgehaltenen Niederschlagswassers soll über den Zeiselgraben erfolgen. Der letzte Abschnitt für die geplanten Schutzmaßnahmen, der sich im östlichen Bereich des Stadtgebietes befindet, wäre nun im Bereich der Zeiselgrabenstraße. Hier ist ein Retentionsbecken geplant, welches einen Ablauf in den geplanten Oberflächenwasserkanal aufweist. Östlich der Umfahrung ist ein Retentionsbecken mit einem Volumen von ca. 45.000 Kubikmeter und einer Dammhöhe von ca.
5 Meter geplant. Dieses Retentionsbecken befindet sich bereits auf dem Gemeindegebiet der Marktgemeinde Betzenkirchen. Die Ableitung des zurückgehaltenen Oberflächenwassers erfolgt über einen bestehenden Graben, der wiederum in die große Erlauf mündet. Liebe Wieselburger und Wieselburgerinnen, diese nun vorgestellten Maßnahmen dienen als Grundlage für die weitere Planung, die gemeinsam mit den Grundstückseigentümern erfolgen wird. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Beteiligten für das Entgegenkommen und die Bereitschaft zur Kooperation.